Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Jo, hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben und irgendwo hier sitzt noch ein Endermännchen. Ich glaube, der sitzt sogar hier dahinter. Hallo? Hallo, Mr. Creepermann. Schau mich nicht so böse an. Stecke deine Route ein. Ich will auch immer artig sein. So, der Creeper ist schon mal weg. Tatsache, da ist noch ein Enderman und ist da noch ein Creeper? Da ist tatsächlich noch ein Creeper. Guckt ihn euch an. Der steht ganz frech. Und eisig. Weg mit dir. Ja, komm, du kommst auch gleich weg. Zack. Ha! Außerdem hat der Enderman mir hier meine ganzen Blöcke geklaut. Das ist ja frech. Ey, blöder Enderman. Klaut einfach Blöcke. Ja, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, aber okay. Jetzt haben wir eine Perle. Eine weitere schicke, schicke Perle. Es wird doch dunkel. Okay, dann würde ich sogar fast empfehlen, dass wir uns pennen legen. Wollte ich eigentlich noch die Kühe füttern? Ja, oder... Wir können eigentlich auch mal wieder die Schafe füttern. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Ja. Klingt nach einem Plan. Aber jetzt erstmal pennen gehen. Denn... 5, 5, 5. Pennen tut gut. So. Zack. Haben wir auch 31 Level schon wieder. Könnte man mal wieder ausgehen. Und ein bisschen Musik anmachen. Aber nicht die. Die hatten wir erst letztens. Weil, ist ja auch die letzte, die drauf liegt. Nehmen wir mal die. Duk, duk, duk. Ja, die ist okay. So, dann tun wir noch die IA-Enderperle weg. Und dann hat sich das nämlich auch gegessen. Füttern wir die Schäfchen. Die haben es nämlich auch mal wieder verdient. Sind auch irgendwie weniger geworden, habe ich so das Gefühl. Hallo Schafe. Du. Und du. Und du. Und du. Und du. Mit... Mit dem und du und du und du und du. Du mit dem. Und dann haben wir also alle Schafe durch. Wow. Oder? Oder bist du noch ganz jibberig? Okay, gibt es noch ein anderes Schaf, was jibberig ist? Nein, die sind alle nicht mehr jibberig. Jetzt habe ich... Jetzt ist eins ganz jibberig und schade. Na gut. Ja. Das restliche Getreide halt da rein. Oh, okay. Können wir eigentlich auch mal wieder Zuckerrohr ernten. Der ist ja schon wieder schön gewachsen. Sieht eigentlich auch richtig geil aus hier. Mensch, warum haben wir das nicht früher gemacht mit dem... ja. Ja. Gut, es lief ja eigentlich... Im eigentlichen Sinne lief es ja recht flüssig, Minecraft immer. Daher war nicht wirklich das Bedürfnis da, aber es hätte noch flüssiger laufen können. Jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer. Wie es halt so ist. Zack. So. Dann hier noch geerntet. Nehmen wir das bisschen noch mit. Ja. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Kann das Zuckerrohr eigentlich gleich wieder wegtun. Falls wir es irgendwann mal brauchen sollten, haben wir es effektiv immer zur Verfügung. Sehr schön. Nom, 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 nom. Dann gehe ich auch gleich noch ein paar Bücher verzaubern. Einfach, weil ich es kann und weil wir das Level jetzt einfach übrig haben. Und wohin sonst damit, wenn nicht verzaubern. Hier liegt auch noch ein Diamant rum. Ich glaube, wir haben jetzt überall irgendwo solche Diamanten liegen. Ich glaube, im NPC-Dorf haben wir auch noch einen rumliegen. Ne, vier sogar in der Truhe. Man weiß ja nie. Schärf 3. Schärf 3 klingt eigentlich ganz nett. Gut, jetzt haben wir sowieso nur für zwei Level. Aber gucken wir mal, was es hier noch so Schönes gibt. Für dieses Buch. Rip. Effizienz 2. Ah ja, komm, verzaubern wir auch gleich. Oh, sogar Stärke noch drauf. Effizienz und Stärke. Cool. Gut. Also, da können wir wieder effektiv Level farmen. Ich bring mal die Bücher noch in unsere Schmiedetruhe. Vielleicht ist ja da schon wieder was los. Man weiß ja nie.
Dann können wir eigentlich hier hinten nochmal was bauen. Dann wären wir hier effektiv immer da und dann können wir gucken, dass da ein NPC reinkommt. Ah, unser Kit liegt ja hier schon bereit. Unser effektives NPC, wir machen dich wieder gesund, Kit. Aber im Moment scheint da keiner zu Hause zu sein. Okay. Gut, dann eben nicht. Jetzt müssten wir auch mal gucken, dass wir vielleicht sogar die Truhe erweitern oder sowas. Weil irgendwann ist sie ja voll. Oh, furchtbar. Eine volle Truhe. So, dann mache ich hier auch erstmal so. Gut, dann haben wir nämlich den Dreck auch ordentlich hingeschmissen. Apropos Dreck. Ich weiß gar nicht. Will ich das effektiv machen? Ja, wir könnten dadurch auch gleich wieder ein bisschen Level fahren. Ja, doch, doch, machen wir gleich mal. Wir haben nämlich so viel Dreck und. Haben wir noch Steine? Ich denke ja. Hält sich in Grenzen. Müssten wir schon wieder farmen gehen oder was? Ja, gut, ist dann halt so. So, Steine hergestellt. Dann noch ein bisschen Dreck mitgenommen. Ein bisschen ist gut. Gar nicht so viel. So, check. Schön sortiert. Okay. Und dann zack. Denn Plan ist, hier endlich mal ein bisschen um unsere wunderschöne Monsterfalle oder Monsterfarm oder was auch immer, da ein bisschen das auszubauen und das ein bisschen effektiver zu gestalten, was den Dreck drumherum angeht. Ich meine, jetzt wo man es von Weitem sieht, da kann man das ruhig mal machen. Woher lege ich noch eine Schallplatte auf, eine hübsche? Bam. Boah. Die mächtige Hand. Bam, 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 bam. Ist ja irgendwas Neues, Cooles drin? Nee, ne? Ja, gut. So, Schallplatten. Nee, die Katze nicht. Die hat man erst letztens. Die war eigentlich, glaube ich, noch ganz cool. Die hat, glaube ich, nicht so lange gehalten. Egal. Nutzen wir jetzt einfach mal. Oh. Moment, der hat eine Gold. Naja, gut, egal. Scheiß drauf. Wir hauen ihn einfach kaputt. Bam. Bam. Hast du nur davon? Blöder Zombie. Wird schon wieder dunkel oder? Nee. Kam mir nur so vor, weil wir so weit unter der Erde sind. Oh, es ist noch hier. Schön. Okay. Ja, wie ist der Plan? Der Plan ist eigentlich, hier alles auszufüllen, oder? Dann machen wir das doch. So. Und dann können wir auch wieder über alltägliche Sachen reden. Keine Ahnung. Den Alltag zum Beispiel. Ist eine alltägliche Sache. Habe ich mir mal sagen lassen. Das hat was damit zu tun. Nee, aber. Ist ja jetzt natürlich nicht so spannend, wenn man hier jetzt die ganze Zeit zuguckt, wie ich hier Dreck über Dreck platziere. Daher. Keine Ahnung. Ich setze mal hier immer noch eine Fackel hin. Einfach auch, weil da nicht unbedingt was. Ach, weg mit euch Gräsern. Die gehen mir so auf Keks. So, nicht unbedingt was spawnen soll. So, ab und zu mal hier noch so ein kleines Stützli. Huch, jetzt geht's fast runter. Hoppa! Ah, die schöne Musik läuft. Das ist doch schon mal was. Yay! Ja, ansonsten könnte man ja über irgendwelche wichtigen Themen reden. Wobei ist auch wieder die Frage, was ist wichtig? Na, ich meine, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Ansichten, was wichtig ist. Das sieht man ja jeden Tag. Ich meine, es fängt ja schon an mit, was kursiert, was habe ich letztens gesehen, das mit diesem komischen Kleid, was da so in den verschiedenen Farben ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt. Das ist wieder so ein, es ist zwar interessant, sag ich mal, und spiegelt auch sehr schön wider, wie unterschiedlich Menschen doch die Welt sehen. Und dass man da, oder dass es schwierig ist, sag ich mal, auf einen Nenner zu kommen, aber allgemein finde ich es ziemlich doof. Weißt du, vor allen Dingen, weil es auch mit einem Kleid ist, nicht mal eine irgendwie wissenschaftliche
wissenschaftlich bestätigt, ja, vielleicht ist es wissenschaftlich bestätigt, aber ja, ich weiß nicht, es ist mir so mehr, es kommt mir ein bisschen so vor wie Gossip, so, also so Tratsch und Klatsch und nicht wirklich wie was Hand und Fuß hat. Das ist so das, was ich darin sehe und das stört mich daran auch ein bisschen. Ja, weil es auch irgendwie keiner nachweisen kann, ob es nur echt ist oder nicht und ach. Einfach bloß komisch. Aber das ist das Internet. Da muss man immer aufpassen, was wird einem gezeigt, was könnte wahr sein und was ist einfach bloß schierer Bullshit. Ja, das weiß man natürlich vorher nicht. Wie so oft. Aber naja. So, du kommst wieder weg. Du bist falsch da. So. So, dann ist jetzt nämlich auch die Schallplatte alle. Hurra, hurra, die Schallplatte ist alle. So, ich möchte aber trotzdem hier das noch fertig bauen. Einfach der Fertigkeit halber. So. Okay. Aber tatsächlich die Erde schon aufgebraucht. Das ist eigentlich sogar eine gute Sache. Denn mit der Erde können wir eh nichts anfangen. Also im Moment zumindest nicht. Und dann hat sie hier wenigstens noch einen guten Verwendungszweck. So. Oh, hoppala. Dann machen wir es so. Und den daneben, dann können wir den nämlich auch immer wieder hinbauen. Dann kann das Myzel da drüber wachsen und hier ist noch eine Lücke. Zack. Aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus. So einfach erweitert. Ja, passt. Es wird schon wieder dunkel. Hammer. Ah, die Zeit fliegt. Die Zeit fliegt. Fliegt. Heppa, hey, heppa, blub, blub. Und dann können wir gleich mal hier gucken, ob noch irgendwas Lustiges in der Monsterfalle sich gesammelt hat. Ein bisschen. Ist das ein Creeper mit einem Holzcreeper? Was macht ihr da? Da muss ich jetzt mal kurz intervenieren. Mal quer reinprügeln. Ein Tropenholzcreeper? Echt jetzt? Da war gerade ein Creeper mit einem Tropenholz-Skin. Aber geht mal alle krachen hier. Ja, du auch. Blum. Schön. So. Oh, eine Schallplatte. Cool. Zwar eine, die wir schon haben, aber eine Schallplatte. Cool. Zack. Oder haben wir die? Ja, die haben wir schon tausendmal. Gut, nehmen wir einfach mal die hier. Blub. Legen die auf. Aber noch eine übrige Schallplatte. Wieder. So. Legen wir uns schlafen? Ja, geht. Cool. Aber wir können eigentlich auch mal. Ja, es sind ein paar coole Schallplatten haben. Also wie diese coole Kettenausstattung, die da steht. Ja. Einfach mit Steaks alle kaputt prügeln. Ja, die können sich auch gegenseitig kaputt schießen, mir eigentlich Wurst. Boah. Dass man hier alles vernünftig einsortiert. Pfeile, natürlich brauchen wir auch unbedingt. Die Bögen würde ich. Oh, da ist sogar einer mit Haltbarkeit dabei. Wachau, kenne ich Haltbarkeit. So, den kann man noch reparieren, den kann man noch reparieren. Mal hier die ganzen Bögen zusammenklatschen. Ja, hier, die Erfahrung kommt quasi von selbst zu uns. Finde ich klasse. So. Ein reparierter Bogen. Zack. 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 So, der ist hart Haltbarkeit drauf. Wo ist eigentlich unser Schwert? Unser Plünderungsschwert. Haben wir das hingeschmissen? Ah, nehmen wir einfach mal das Schwert hier zum Durchprügeln. Das soll es ja auch tun. Zack, zack, zack. So.
Ich habe doch gerade einen Creeper gehört. Komm, Creeper. Skelette, schießt. Oh, der hat Wüstentarnfarben. Auch cool. Hallo. Skelette. Hallo. Nur ein kleines Boy, was hier rumsteht. Hoffentlich schießt mich jetzt kein Skelett an. Haha. Aua. Was willst du denn jetzt hier? Kommt der einfach hier angeschlichen. So, die Creeper sind tot? Das ist aber nett. Mensch. Ja, direkt mal zwei Schallplatten und Goldschuhe und eine... Oh. Eine gute Schallplatten auch noch. Und Goldschuhe. Toll. So, ich weiß nicht, warum sich das hier nicht sortiert, aber das ist... Keine Ahnung. Ist halt so ein Unding von Minecraft. Habe ich so das Gefühl. Okay. Oh, noch mehr Creeper. Ja, kommt. Wenn wir einmal dabei sind, jetzt für heute einfach mal wieder Schallplatten fahren. Hallo, Skelett. Oh, bitte schieß mich nicht tot. Hehehe. Da ist noch ein Creeper in der Ecke. So. Wie kriegen wir den jetzt da weg? Lass mich raten, da ist kein Skelett mehr drin. Ja, toll, das haben wir jetzt gerade umgebracht. Egal, nochmal coole Schallplatten. Cool. Obwohl, ja gut, die hatten wir schon. Und die haben wir jetzt doppelt hier quasi. Ja, können wir gleich mal anhören. Oh. Ah. Voll Schallplattenfarm heute. Mal wieder. Cool. Ich finde das tatsächlich sehr lustig, sowas. Haben wir hier irgendwas noch nicht? Der Rest kommt hier quasi rein. Tschack. Und einmal Goldschuhe. Ching. Da haben wir fast schon wieder eine komplette coole Rüstung zusammen. Ja, schieß mal. Wer schießt denn da überhaupt? Irgendwer, der nicht schießen kann. Macht mal Platz für die guten Leute. Dankeschön, Dankeschön. Hatte sie ein Schwert in der Hand? Auf jeden Fall sind zwei Creeper umgekommen. Das habe ich genau gehört. Es gibt wieder Schallplatten. Nice. Das finde ich echt geil mit den Schallplatten. So, hier kann man noch einen Bogen reparieren. In der Zeit kann sich ja wieder ganz gechillt alles... Ne, Moment, den können wir nicht reparieren. Weil es der Haltbarkeitbogen ist. Will ich gar nicht reparieren. Minecraft, da hätte ich fast drei ausgedreht. Nee, was? Noch ein Haltbarkeitbogen? Okay, dann haben wir halt zwei. Auch cool. Freches Minecraft. So, hier haben wir noch Knochen, die sich komisch stapeln. Und Pfeile, alles durcheinander. So, gucken wir mal. Nein. Nicht explodieren. Da ist wieder ein... Ja, da war ein Zombie-Villager dabei. Ja, gut. Schießt euch mal alle hier zu Klump. Aua, nicht mich. Blöder Arsch. Oh, der hat eine Lederrüstung an. Schieß doch! Oh, macht er tatsächlich. Nee. Oder ist er runtergefallen? Ich habe keine Ahnung. So, schön Abstand halten. Tatsache, wieder eine Schallplatte. Juhu! Das. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert mit dem Schallplattenfarmen. Aber anscheinend schon. Guck mal, was da alles sich drin tummelt, ey. Nein, nicht explodieren. Erstmal alle schön sterben hier. Der hat doch den Sniper-Skin. Cool. Schon wieder die Schallplatte? Die haben wir jetzt natürlich noch gar nicht gehabt. Was soll denn das? Frechheit. Immer denselben Scheiß. Wie spät haben wir es denn überhaupt? So tageszeitmäßig? Ja, ist noch Tag. So.
Sehr schön. Sehr schön. Aua. So. Wie, der stirbt dabei nicht. Warum stirbt er nicht? So. Jetzt ist er breit. Wir haben nochmal diese Schallplatte gekriegt. Ist ja mega. Wie schnell das geht. Ey, Hammer. Aber okay. Gut. Dankeschön. Genug gesammelt. Zack. Ja, jetzt haben wir so viel. Dann können wir die Schallplatten eigentlich auch gleich mal in unser Lager bringen. Alles, was hier doppelt ist. Zack. Halt, da ist noch einer. Hab ich genau gesehen. Gut. Nehmen wir einfach mal mit. Hier kommt sowieso gerade nichts mehr. In dem Moment fällt was runter. Das ist eine komische Schallplatte. Die Creeper-Schallplatte. Die ist so komisch. Okay. Na gut, wir haben auf jeden Fall wieder eine reichliche Anzahl an Schallplatten geholt. Haben fast Level 30 wieder voll. Das ist mega. Und jetzt können wir hier sortieren. Guck mal, hier eine neue Schallplatte. Tschack. Und noch eine neue Schallplatte. Und noch eine neue Schallplatte. Das wird ein bisschen eng hier, würde ich fast sogar sagen. Die legen wir mal auf. So, Problem gelöst. Das ist dann die eine, die wir auflegen. Ja. Es wird ordentlich viel hier mit Schallplatten. Das finde ich aber auch richtig cool, weil da haben wir immer schön Musik und da können wir mal tralala und trululululululu. Aber, jetzt haben wir so viel Unsinn gemacht und da ist jetzt schon irgendwie die Zeit der Folge. Ja, doof. Naja. Mal gucken, was wir nächste Folge machen. Ich meine, die große weite Welt könnte uns vielleicht erwarten. Ja, man weiß ja nie. Und da würde ich sagen, vielleicht geht's wieder in die Ferne. Ich meine, das läuft ja so schön flüssig. Da müssten wir doch eigentlich erkunden. Ja, will das Pferd da rein? Nein, Pferd. Okay, und in diesem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Könnt ihr mal einfach sagen, ob ihr wieder Bock auf Erkunden habt. Das wäre auch interessant für mich. Und wir sehen uns dann einfach aber morgen wieder, wenn es wieder heißt Minecraft. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao. Gamescom. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Gamescom? Gamescom. Ciao, ciao.